Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung / schamlose Werbung für meine Koop. In diesem Video möchte ich euch das Spiel schmackhaft machen und dafür sorgen, dass meine Koop ein paar neue Spieler bekommt. Momentan sind wir nur eine Handvoll Leute, aber es wäre schon schick, wenn das ein paar mehr werden würden. Denn gerade bei EVE Online, wenn man alleine spielt, macht zwar Spaß die ersten Monate, aber irgendwann wird dann irgendwas passieren. Meistens ist es, dass man sein eigenes Schiff verliert, wo man das ganze Geld reingesteckt hat. Und dann ist man zu frustriert. Dann fängt man ein halbes Jahr später wieder an, steckt ein bisschen Geld rein, um schneller das Ingame-Geld zurückzubekommen, wird dann wieder abgeschossen und hört dann wieder auf. Das war jedenfalls bei mir immer so. Und bei doch ein, zwei anderen Leuten, die ich so kenne. Das heißt, in der Gemeinschaft ist man gleich wesentlich besser aufgehoben. Man hat jemanden zum Schnacken, man hat jemanden, um eher Hilfe zu bekommen, weil das Spiel ist irre komplex. Und das ist das Schöne dran. Also man kann wirklich Stunden damit verbringen, einfach nur seinen Charakter zu erstellen. Weil der Charakter tierisch komplex ist. Also nicht von den Stats her, sondern einfach nur vom Aussehen her. Also wie die Charaktere aussehen, das ist hammergeil. Das zeige ich euch gleich in einem Video. Oder man kann Stunden, Tage und Wochen, Jahre damit verbringen, einfach nur den Markt zu manipulieren. Sachen günstig kaufen, an anderen Stellen verkaufen. Sachen kaufen, zu Mineralien verarbeiten, die Mineralien an anderen Orten verkaufen. Man kann PvP betreiben, man kann PvE betreiben. Es ist hammerviel zu tun. Aber ja, springen wir einfach gleich mal zu den verschiedenen Aspekten von EVE. Zuallererst den Charaktereditor. Ein weiterer Punkt, der für mich EVE Online recht einzigartig macht, ist der Charaktereditor. Denn normalerweise bei Online-Spielen sind die doch recht simpel gehalten, da es recht schwierig ist, so viele individuelle Charaktere auf einmal zu laden. Wenn jetzt aber im Dungeon zusammen rumlaufen oder so. Das ist bei EVE nicht das Problem. Denn bei EVE sieht man von einem Charakter meistens nur das Porträt unten in so einem Chatfenster. Man kann das zwar auch aufrufen und dann sich angucken, wie der Charakter aussieht, aber das wird dann separat geladen. Es ist nicht durchgehend alles in der Welt aktiv. Deswegen kann man sich hier, wenn man seinen Charakter erstellt, wesentlich mehr Mühe geben und wirklich jedes kleine Detail hier verschieben, so wie man es gerne hätte. Oder auch nicht gerne hätte. Der sah gerade komisch aus, sein Pausbäckchen. Ja, also so kann man auf jeden Fall genau das wählen, was man gerne hätte. Ich habe hier bei meinen Charakteren teilweise Stunden damit verbracht, was Ordentliches hinzubekommen. Also jetzt nicht nur die Körperform und die Kleidung, die man hier auswählen kann, sondern auch später. Zieh dir erstmal was an, Mädel. Das geht ja so nicht. So, schon besser. Also nicht nur die Kleidung und die Form des Körpers und wie schwer und groß sie ist und welche Tattoos sie hat und so weiter, sondern auch dann später, was der eigentliche Screenshot sein soll von dem Bild. Also das, was man meistens von dem Charakter sieht. Da kann man hier noch verschiedene Hintergründe wählen, man kann die Beleuchtung des Charakters wählen, die Körperhaltung, die Mimik. Das ist ein Hammer-Aspekt. Also wie gesagt, das habe ich in keinem Online-Spiel in der Form schon mal gesehen und es sorgt absolut dafür, dass man sich genau so, wie man sich sehen möchte oder wie man will, dass andere Leute einen sehen, verwirklichen kann. Also ja, das ist schon mal ein Punkt. Also die Charaktererstellung finde ich sehr gelungen, aber dann die von mir vorher erwähnten Aspekte. Also einmal Produktion, Markt, Forschung, das sind so die eher passiveren Sachen, die aber eigentlich mit am komplexesten sind. Weil klar kann man durch die Gegend fliegen mit den schönen Raumschiffen, die gerade im Hintergrund gezeigt werden und immer schön Piu-Piu machen. Kann man auch eine Menge Geld mit verdienen, also ISK. Kann man aber auch recht viel mit verlieren. Beim Markt ist das ein bisschen anders. Natürlich kann man da auch ISK verlieren, aber das Potenzial Geld zu machen ist wesentlich höher. Denn sehr viele Leute spielen dieses Spiel. Alle auf einem Server. Was übrigens auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist. Normalerweise hat man immer verschiedene Server, deswegen macht es nicht so viel aus, was man macht. Denn wenn man irgendwas richtig verbockt oder so, kann man immer den Server wechseln. Oder man ist auf einem Server, wo seine Freunde nicht sind, dann muss man auch den Server wechseln. Hier ist alles auf einem riesigen Server. Das heißt, wenn du hier Scheiße baust, dann bleibt das an dir hängen. Da kannst du nicht einfach weg. Außer du machst einen neuen Account, aber dann verlierst du den ganzen Skillpunkt, den du bisher hattest. Ja, aber zurück zum Markt. Also, sehr viele Leute spielen das Spiel, aber nur eine begrenzte Anzahl davon kann wirklich gut mit so einer Marktwirtschaft umgehen. Das heißt, es gibt sehr viele Profitmöglichkeiten und man kann wirklich Milliarden ISK machen in wesentlich kürzerer Zeit als ein Mission Runner oder ein Miner oder sonst irgendwas. Man muss halt nur sehr viele Statistiken führen. Aber wenn das dein Ding ist, dann ist das EVE-Universum die perfekte Sandbox, um das auszuleben. Also ich kenne kein Spiel mit so einem komplexen und großen vor allem Markt wie bei EVE Online. Die haben sogar einen richtigen Wirtschaftsprofessor angeheuert, der jährlich Vorlesungen hält über die Wirtschaft innerhalb von EVE Online. Das ist
Ist einfach nur Hammer. Und ist auch tierisch interessant. Also ich habe mir die Videos auch angeguckt, da lernt man gut was über Wirtschaft und über das Spiel und alles. Und allein sowas, dass es quasi Sekundärliteratur und Primärliteratur über ein Spiel gibt, ist einfach nur geil. Also wenn man will, kann man sich da tierisch reinversetzen und damit jede Menge Kohle machen. Aber für diejenigen, die dafür nicht den Nerv haben und nicht die Zeit und nicht die Geduld, gibt es halt immer noch die ganzen anderen Aspekte. Also PvE zum Beispiel, dass man einfach nur Missionen fliegt für Corporations, also für NPC-Corporations. Corporations sind übrigens sowas wie Gilden. Da gibt es dann einen ganzen Pool von Missionen, die auch relativ abwechslungsreich sind und auch teilweise recht knackig. Und dann kann man damit auch stündlich ganz gut Geld verdienen. Es fallen dabei auch Ressourcen ab, also Sachen, die man aus dem Schrott gewinnen kann und dergleichen, die man dann entweder selber weiterverarbeiten kann, wenn man die Zeit und Geduld hat, oder andere Spieler verkauft. Die anderen Spieler verkaufen sie dann entweder weiter oder machen daraus Mineralien, verkaufen die weiter. Das geht alles wirklich Hand in Hand. Also alles, was man tut, alles, was man kauft, alles, was man verkauft, alles, was man handelt, ist von Spielern gemacht. Mit einer ganz kleinen Ausnahme, wie zum Beispiel Skillbücher. Und es ist wichtig, wo man was verkauft, wo man was kauft, wen man kennt, wer was herstellen kann. Und das ist einfach nur genial. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt zu dem Sandbox und dem Butterfly-Effekt, wie man so schön nett. Gibt es da noch ein schickes Video von CCP selber, also von den Machern von EVE Online. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. In der Chaos-Theorie gibt es ein Konzept, bekannt als sensible Abhängigkeit von den Anfangswerten. Die meisten Menschen nennen dies den Schmetterlingseffekt. In EVE nennen wir das die Sandbox. Gehen wir davon aus, das bist du, ein einsamer Wolf in einem Raumschiff, umherstreifend in den entlegenen Weiten des Universums. Und auf deinen Flügen begegnest du Folgendem. Ein wehrloser Erzschürfer wird von Piraten angegriffen. Du hast einen kurzen Augenblick, eine Entscheidung zu treffen. Ohne deine Hilfe hat der Schürfer nicht den Hauch einer Chance. Du entscheidest dich für den Helden und schaffst es, die Piraten davon zu jagen. Das Opfer ist dir dankbar und in der folgenden Unterhaltung erfährst du, dass eine freundliche Gruppe bereits auf dem Weg war und nun endlich eintrifft. Dankbar für deine Hilfe laden sie dich ein, mit ihnen zu fliegen. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe auf dem Weg war, sich mit anderen zu treffen. Alle sind Mitglieder der gleichen Kooperation. Die Kooperation wiederum ist ein Teil einer Allianz von Kooperationen. Diese befindet sich momentan im Krieg mit einer anderen Allianz, deren Patrouillen euch entdeckt haben in diesem Augenblick. Deine Entscheidung, dem Schürfer zu helfen, führte zu diesem Moment. Eine epische Schlacht zwischen Tausenden von Spielern und der Chance, diese Erfahrung mit neuen Freunden zu teilen, welche du möglicherweise für den Rest deines Lebens begleiten wirst. Hunderttausende von Leuten könnten von dieser Schlacht erfahren. Warum so viele? Weil alles in einem Universum geschieht. Nicht in getrennten Welten, nur eine große Sandbox, in der sich alle Aktionen einer Person auf die gesamte Spielwelt auswirken können. In EVE beeinflussen deine Entscheidungen das Ergebnis der Ereignisse. Du hättest diesen Piraten helfen können oder wärst einfach weitergeflogen. Was am meisten zählt, ist, dass sich alles Erlebte frei entwickelt hat. Es war nicht vorherbestimmt. Denn alle Aktionen der Spieler in der Sandbox haben, egal wie subtil oder verwegen, immer eine Auswirkung. Stell dir vor, wovon du ein Teil werden könntest. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, kann das Leben von mehr als 300.000 Leuten in 230 Ländern um die Erde berühren. Willkommen zu EVE Online. Das Universum ist dein. Ja, die Sandbox. Also das Spiel ist schon sehr komplex. Aber was es noch komplexer macht, sind die Abhängigkeiten der Spieler untereinander. Also dass man die Corporations hat und die Corporations formen eine Allianz und die Allianz ist dann mit anderen Allianzen im Krieg, im Highsec oder im Lowsec und das ist einfach nur noch abgefahren. Also es gibt den Corps, die produzieren nur Ressourcen. Es gibt Corps, die versuchen, sich als Kopfgeldjäger zu machen. Also die werden dann angeheuert, falls jemand einem Krieg erklärt und man hat nicht genug Leute, dann heuert man halt einen Merc-Corp an, die einem hilft. Das kostet aber auch tierisch viel Geld. Und es gibt überall Marktlücken, wo sich den Spieler reinsetzen. Und diese Marktlücken sind ja auch durch Spieler erschaffen, weil es halt einen Bedarf dafür gibt, dass etwas Bestimmtes gemacht wird. Also Ressourcen produziert oder Kampfkraft
gefördert oder was auch immer. Und das ist sehr cool, sehr, sehr cool. Also, dass das Spiel auch so viel Freiheiten lässt. Also es gibt ja andere Spiele, Online-Spiele gerade, wo man quasi gezwungen ist. Du bist jetzt Max Level und dann gehst du los und gehst raiden. Es gibt keine andere Möglichkeit, als jetzt weiterzukommen. Und das ist einfach nur lächerlich. Hier ist es sogar so, dass man nicht mehr wirklich grinden muss. Also das ist bei anderen Spielen zum Beispiel so, dass man wirklich den Großteil seiner Zeit damit verbringt, einfach nur aktiv versucht, besser zu werden. Hier ist es so, selbst wenn man gerade mal nicht Zeit zum Spielen hat, sondern dabei arbeiten muss, wie doch recht viele Leute müssen, oder zur Schule oder was auch immer, dass man trotzdem Skillpunkte bekommt. Und wenn man dann Zeit zum Spielen hat, dann konzentriert man sich eher darauf, seine Kontakte zu knüpfen, also mit anderen Spielern was zu tun zu haben oder Geld zu verdienen. Geld ist sowieso das Riesenstichwort bei EVE Online. Also man berechnet dann schon oder ertappt sich dabei, wenn man schon berechnet, wie viel ISK pro Stunde man verdient und wie man das optimieren könnte und wo ein besserer Absatzmarkt ist. Also selbst wenn man nicht spielt, kann man sehr viel über das Spiel nachdenken und darüber, wie man weiter vorankommen kann. Es ist einfach eine irre geile Sandbox. Ja. Also ich hoffe, euch hat es so als kleinen Einblick gereicht. Ihr könnt auch einfach so direkt reingucken, kostenlos. Ich habe hier unten in der Videobeschreibung einen Link reingepackt. Da habt ihr dann 21 Tage kostenloses Trial, wo man doch schon recht viel machen kann. Und wenn ihr das erweitern würdet, also wirklich weiter spielt, dann habe ich auch etwas davon. Das ist so eine Art kleiner Werbebonus für mich, was doch ganz praktisch ist. Und so können wir auch unsere Korb finanzieren. Die Korb ist übrigens für alle offen, die mich so regelmäßig verfolgen. Also ich habe keine Lust, dass es dann nachher eine Riesenkorb wird, wo keiner keinen kennt. Das ist einfach nicht mein Ding. Bei jedem Online-Projekt, das ich bisher hatte, bin ich mit meinen Zuschauern gut klargekommen. Wir hatten eine eingeschworene Truppe. Da konnte man sich auch ein bisschen mehr vertrauen, als das normalerweise bei EVE Online möglich ist. Weil bei EVE gibt es so viele Abzockereien, das ist nicht mehr feierlich. Also wenn man wirklich jahrelang an irgendetwas arbeitet und dann kommt irgendjemand daher und klaut einem dann fast alles davon, dann ist es nicht schön. Klar werden wir das bei uns auch nicht verhindern können. Aber ich hoffe, dadurch ist unsere Korb wenigstens ein bisschen wärmer, in Anführungszeichen, als die meisten anderen. Wo man sich halt immer panisch umgucken muss, wem kann ich vertrauen und wem nicht. Hier bin halt ich da. Hallo, ich bin ich. Und ich kann nicht wirklich Scheiße bauen, weil wenn ich Scheiße baue als Korbleiter und irgendwie Leute abzock, dann wird mein ganzer YouTube-Channel getrollt. Und allein das müsste schon eine gute Basis sein, eine gute Vertrauensbasis, dass wir halt gut zurechtkommen werden und uns von der Masse abheben. Also, wenn ihr mitmachen wollt, einfach unten auf den Link klicken, euren Account erstellen und dann im Spiel nach mir suchen. Ich habe einen Char gemacht, der heißt Gerugon, damit ich leichter zu finden bin. Und die Korb selber heißt Gerugon HQ, also Headquarters. Damit wir dann später vielleicht noch Unterkorps machen können mit Gerugon Kaldari Space und Gerugon Amar Space oder was auch immer. Da bin ich noch relativ offen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und wir sehen uns dann im Spiel. Bye, bye.